hallo und herzlich willkommen hier euer TCG-Channel und ja, was soll ich sagen, die Band ist draußen und ich würde sagen, ja, es wird das Meta wahrscheinlich ziemlich stark verändern und ich würde sagen, wir gucken mal direkt rein, ne? Also ich habe hier für euch das iPad, ich bin jetzt momentan zu faul, das einzublenden, einfach nur, weil ich das Video so schnell wie möglich raushauen möchte, damit ihr wisst, worum es geht und ja, wir fangen an. Ganz oben neu auf der Liste ist unser Astrograph-Zauberer, ich halte es mal so in die Kamera, dass ihr es sehen könnt. Ich würde mal sagen, das ist das Schlimmste so ziemlich, was Pendel passieren konnte. Die Leute haben spekuliert, okay, wird es eben halt das Link-Monster sein, Heavy Metal Force Electrum oder wird es der Astrograph-Zauberer sein? Nun, es ist der Astrograph-Zauberer geworden. Gut, einige Pendel-Spieler werden sich jetzt sagen, wir haben immer noch Chronograph, aber das ist die Karte, die ganz viele Kombos ermöglicht hat und womit man dann auch halt die guten 7er Exisen bauen konnte, um dann eben halt den Wirbeldrachen rauszuhauen, also Vortex. Also von daher ist es schon mal ein sehr vernichtender Schlag für Pendulum. Gucken wir mal weiter, was denn da kommt. Das nächste, was wir haben, oh shit, Masterpiece. Masterpiece gebannt. Und ja, was soll ich sagen? Das ist natürlich an sich erstmal gut für alle, die nicht dieses Deck spielen, weil wir haben Tower weniger, um den wir uns kümmern müssen. Das heißt, es könnte sogar sein, dass je nachdem, wie das nächste Meta aussieht, es sein könnte, dass so gut wie gar keine Kaijus mehr im Zeit gespielt werden. Das wird man aber dann noch sehen. Das Ding, was mich jetzt daran stutzig macht, ist folgendes. Ich habe schon mit sehr vielen True Draco-Spielern geredet und die sagen halt, ich spiele das Deck mit Pot of Desires und ich finde Masterpiece immer so bricky, wenn ich ihn auf der Startrunde habe. Ich will ihn eigentlich suchen. So, das heißt, die Frage ist, juckt dieser Masterpiece-Bann das Deck so stark? Weil ich kenne einige, die auch sagen, hey, wenn ich Masterpiece verbannt hatte mit Pot of Desires, habe ich das Game trotzdem gewonnen und ich hatte das Gefühl, es lief sogar besser. Weil die Zauber und Fallen schießen auch noch genug. Also Board Removal ist immer noch genug da und konstant ist es immer noch genug, weil Masterpiece ist ja kein Searcher. So, gucken wir erstmal weiter. Wie sich das weiterhin entwickelt, wird man dann noch sehen. Ich gucke dann mal vielleicht bei dem Adrian Duson mal über die Schulter, was der dann für ein Deckbild bauen wird. Der ist ja spanischer Meister geworden. Glückwunsch an dieser Stelle. Ne? Also der wird bestimmt auch mit sehr kreativen Ideen kommen, jetzt wo Masterpiece gebannt ist. Aber wir gucken erstmal weiter. So, das nächste, was wir haben, ist, ja, die Büschel Amaryllis, die Phönixianische. Die meisten, die jetzt nur im TCG gucken, die werden sich jetzt fragen, okay, warum? Die Karte tut doch an sich nichts. Im OCG gibt es damit eine schöne Combo, sage ich mal so, die ein bisschen broken ist. Und dementsprechend hat man schon in weiser Voraussicht halt hier gebannt. Wird dem Meta jetzt nicht viel ändern. Gucken wir erstmal weiter. So, dann haben wir neu den Supreme Starving Venom. Also anstatt, ja, den Lickerie-Vogel zu hitten, der sagt, ich burn, nein, wir hitten das Monster, das den Effekt kopieren kann. An sich ein sehr schlauer Schachzug von Konami, weil sie A-Pendulum Magician extrem schwächen. Weil ich kenne viele, die spielen die Karte trotzdem, obwohl sie nicht die FDK-Variante von Pendulum Magician spielen. Einfach nur, weil sie Effekte klauen kann und weil die sich sehr hart pushen kann und dann auch noch durch lange Schaden macht. Also warum nicht, ne? Ist immer eine gute Wahl. Aber gut, das ist ein sehr, sehr schlauer Hit von Konami. Und die nächste Karte, die trifft leider mich persönlich als Blue-Eye-Spieler. Hier, der antike Feendrache. Gönnt ihn euch. Hab ihn mir so schön rangeholt, ne? Und ja, jetzt ist er leider gebannt. Ich weiß nicht warum, welchem Deck wir das zu verschulden haben. Also ABC kann ich mir nicht vorstellen. Und irgendwas anderes ist auch so, meh. Also antiker Feendrache ist eigentlich mehr so eine Defense-Karte, wenn ihr mich fragt, weil die Karte sagt, ihr habt keine Battleface, wenn ihr den Effekt benutzt. Also es ist mehr so eine defensive Karte, keine offensive. Aber gut, Konami hat sich jetzt entschieden, die zu bannen. Werde ich mir eine andere Alternative für Blue Eyes suchen müssen. Andererseits habe ich jetzt einen Slot frei und kann mal gucken, ob ich da noch was Neues mit einbaue. Das wird auf jeden Fall auch interessant. Aber gucken wir erstmal weiter. So, das nächste, was wir haben, jetzt sind wir bei den Limitierten, ist, ist immer noch verboten. Haha, ist der Rangsteigerungs- Zauber schnelles Chaos. Also das ist der Rangsteigerungszauber, der sagt, wenn ihr eine Rang 8er Xyz oder höher beschwört, dürft ihr die Rangsteigerung wieder auf die Hand nehmen. Frag mich nicht warum. Wird wahrscheinlich auch irgendwas mit dem OCG zu tun haben, weil hier selber im TCG habe ich jetzt nichts gesehen, was das verschulden könnte. Dann haben wir The Grass Looks Greener auf 0? Lol. Ich hätte ja eher gedacht, dass sie Snow limitieren oder ähnliches. An sich, ich hätte in dem Deck The Grass Looks Greener auf 3 voll gegönnt. Wenn sie dafür snowbern. Da hätte ich überhaupt gar kein Problem mit gehabt. So hingegen ist das ziemlich interessant. Und die Frage stellt sich jetzt, ob wir überhaupt noch 60 Kartenvarianten sehen.
Der Punkt ist, ich kenne noch sehr viele Spieler, die spielen das Deck mit 60 Karten, obwohl sie gar kein Gras haben und hauen trotzdem starke Boards raus, weil sie halt sagen, ich milde durch meine Karteneffekte sowieso schon genug und ich finde es gut, so viele Options im Deck zu haben, sodass ein Pot of Desires immer gut kommt, weil ich habe A, genug Deckkarten und B, verbanne ich nichts, was wirklich wehtut, weil ich noch genug andere Karten habe. Also das wird sich auch zeigen, das wird dann auch interessant mit Infernoid, vor allem mit Infernoid, dann natürlich mit dem Layer of Darkness Deck, ob man da dann 60 Kartenvarianten spielt oder nicht. Jetzt, wo Gras auf Null ist, eher weniger, aber mal gucken. Wir lassen uns mal überraschen. So, war vorher limitiert, jetzt gebannt. Traurig, traurig, was soll man machen? So, was war... okay, das ist interessant. Okay, Dynamite the True Draco Fighter ist wieder auf 1. Warum, weiß ich nicht. Hier, könnt ihr sehen. Das ist, für alle, die es nicht wissen, das war der, der letztens verboten wurde, weil das ist der, der die Fallen sucht, ne? Und ja, an sich, Konami an sich nicht schlecht. Okay, wir nehmen den Masterpiece, geben den dafür Dynamite wieder. Dynamite ist besonders wichtig gewesen für die Consistency. Weil das Ding ist, Zauber vom Deck setzen ist nicht so heftig wie Fallen vom Deck setzen, weil, ist klar warum. It's a trap. So, also okay, interessanter Schachzug von Konami, Masterpiece banned, aber Dynamite halt, die Leute nennen ihn auch The Green Dude, ist limitiert. Ja, eben das eine. So, dann haben wir den Gem Knight Meister Diamond, limitiert. Okay, Konami, whatever. So, dann haben wir Chain Strike. Ich spiele kein Chainburn, also juckt mich nicht und ich bin froh, dass die Chainburn endlich mal hitten. Die können auch alles andere hitten, was irgendwie nötig wäre. Trickster! So, wieder kein Hit für Trickster, glaube ich, ne? Das ist, was ist das denn? Okay, was haben wir hier? Neu, aha, ja. Die Clifford Towers, ja, sind jetzt semi-limitiert, das heißt, ihr dürft die zweimal spielen. Juckt eigentlich eh nicht, weil ein dickerer Tower war Masterpiece, weil er jetzt ja gebannt ist. Und ja, Kaiju spielt eh so ziemlich jeder am Side. Falls ihr keine Kaijus am Side spielt, tut es. Ist immer eine gute Idee. So, juckt auch keinen. So, interessanter wäre gewesen, wenn sie Scout auf 2 getan haben. Das wäre ein schöner Push gewesen für Clifford, vor allem, weil sie erst das Link Monster Clifford Genius gebracht haben, auch wenn ihr Genius in dem anderen Deck spielt, außer in Clifford. Außer egal. So, dann haben wir Ring of Destruction. Ja, wahrscheinlich mit der Legendary Collection Kyber. Wir haben Monster rausgebracht, das mit der Kralle von Krytias eben halt den Ring of Destruction braucht. Also geben wir euch die Karte wieder auf 2. Ob das jetzt viel ändern wird? Ich denke nicht, dass irgendjemand die Karte spielen wird. Aber mal gucken. Dann, ja, neue Unlimited-Karten. Darunter Wind, Atlantean Dragoons. Das ist der atlantische Dragonier, dieser Sucher. Grand Soil, der Elementarlord, ja, der hat eine Errata bekommen, sodass er halt nicht mehr so broken ist wie vorher, beziehungsweise jetzt wird ihn wahrscheinlich eh keiner mehr spielen, von daher ist das okay. Ignis, Heat of the True Draco Warrior, war vorher limitiert, okay. Wir nehmen 3 Masterpiece raus, tun dafür einen Dynamite und 2 Heat rein. Klingt das stabil, meine True Draco Spieler? Ich denke ja. Ja, keine große Veränderung, außer dass das Deck halt konstanter ist, weil es jetzt noch mehr sucht und noch mehr schießen kann, potenziell, weil es halt mehr sucht, aber egal, ein Masterpiece weniger ist ein Masterpiece weniger. Habe ich mit Blue Eyes noch weniger Probleme, über deine Monster rüberzulaufen. Ja, was haben wir noch? okay, der Mathematician ist wieder auf 3, Neo Veteran Grand Moor ist auch auf 3. Weißt du, die Karte war so lange, und endlich, das Kompuls ist auch auf 3. Das sind so Sachen, die eigentlich schon längst überfällig waren, die jetzt Konami endlich gemacht hat. Also an sich halten wir mal fest, das, was uns wirklich interessiert, ist A, dass die Liste erst ab dem 21.05. gilt. Das heißt, für die deutsche Meisterschaft ist sie auf jeden Fall in Kraft, so, das ist eine Ding. Davor aber noch nicht. So, das zweite Ding, was uns interessiert, ist A, Astrograph, B, Masterpiece. Und ja, C halt hier, der Supreme King, der Venom. Und der Rest ist eher so, was weiß ich, hat mit dem Meta wenig zu tun. Gras ist noch interessant. Und ja, Dynamite und so weiter, die haben ein bisschen was wenig wiederbekommen, die Dracos. Also an sich, außer jetzt von dem antiken Feendrachen, würde ich der Liste nicht hinterherheulen. Ich finde sie sogar gut. Und ich würde sagen, sind wir mal gespannt auf die nächste Liste. Ich bin raus, ciao und tschüss.